Ein ganz kurzes Ding, sie haben ja gespoilert in dem Video zu P3, dass neue Appearances kommen. Bedeutet, die Items sehen anders aus, gab es in Classic noch nie. Diese Models von den Items. Und da gab es ein Datamine, wie die Dinge aussehen. Und da gehen wir ganz kurz rüber. Wir werden den Raid Loot nochmal anschauen. Es sind auf jeden Fall interessante Sachen. Wie zum Beispiel diese Explorer's Gun Axe. Das ist ja halb Schusswaffe, halb Axt. Also habt ihr eine Schusswaffe, die ihr auf dem Rücken trägt und damit zuschlägt. Wird, glaube ich, ganz lustig aussehen. Genau wie diese Great Axe, die gab es auch noch nicht. Gegen Dragonkin. Dann haben wir den Smashbringer, den hatten wir, glaube ich, in Phase 1 schon. Oder ist es ein anderes Totem? Und Whisper ist im Endeffekt ein Recolor von Varrigan's Fist. Auch nicht neu. Dieses Schwert ist neu. Tale of Iranicus sieht auch krass aus mit 8 Schwerter drauf. Aber Raid Loot gucken wir gleich nochmal an. Parasomnia ist auf dem Shingnon-Tal-Event das neue. Chieftain's Bane. Okay, das müsst ihr mir erklären. Viel weniger Max-Damage. Sieht auch big aus. Und Blade Masters Fury sieht auch sehr geil aus. Wait, das macht ein. Junge, geil. Sehen cool aus. Dann ist eine Sichel mit dabei. Ein Stab, der ein bisschen aussieht wie die aus Backpack Battles. Epic Stab. Sieht cool aus für den Moonkin. Auf jeden Fall cooles Model. Dolche. Der Dolch sieht einfach aus wie ein Phantom Blade. Und dieses Ding gibt es in Vodilkar in der DK Startzone. Diese kleinen Nadeln. Der Dream Dagger und der Crossbow ist einfach so ein komischer, weirder Bogen. Das ist der aus dem Schlingdon-Tal-Event. Und da haben wir den Nightmare Trophy. Und noch Bücher. Wie gesagt, ich wollte nur kurz diese neuen Models angucken. Über die Items gehen wir jetzt rüber. Das waren einige Models. Aber Items gucken wir jetzt an.